Sechster Tag, erste Wochenende, überstanden. Aber ich muss gestehen, leicht war es nicht. Und deswegen habe ich mir eben nie gedacht, dass ich mir sowas jemals kaufen werde. Eine elektrische Zigarette, ich will jetzt nicht Werbung machen für irgendwas, aber ich habe mir was in der Hand. Es ist zwar etwas schwerer, fast so wie Kugelschreiber. Und ja. Also, ich glaube, das will ich mal irgendwo aufhängen und einrahmen, das Ding, und sagen, nein, das verwende ich nicht mehr. Das ist, weißt du jetzt gar nicht, was ich da für eine Duftnote drin habe. Aber bitte, das leuchtet und das raucht. Da ist aber jetzt nichts drin, oder? Da ist kein Nein, Nikotin. nein, kein Nikotin. Nein, das möchte ich auf keinen Fall. Ich möchte weder Nikotinpflaster noch Nikotinkaugummis noch sonst irgendwas verwenden, weil meiner Meinung nach ist das nur wieder von einer Sucht in die nächste, weil man wird ja abhängig wieder von dem Zeug. Und genau davon möchte ich auch wegkommen. Ich glaube, ich will auch davon wegkommen, dass ich das in der Hand halte. Das war jetzt wirklich nur wegen dem Wochenende, das war eigentlich so eine Art Reflexkauf heute. Aber ja. Schwimmen ohne Wasser, oder wie kann man es Ja, und beschreiben? es ist irgendwie, ich glaube, ich habe das Gefühl, wenn ich ehrlich bin, ich beschwindle mich ein bisschen mit dem Ding, weil ich dann trotzdem wieder was in der Hand habe und genau wieder die gleiche Handlungen mache, die ich halt vorher gemacht habe, halt mit echter Zigarette. Okay, das ist. Na, ich lege das weg. Es muss auch ohne gehen. Es hilft nichts. Und also die Momente, wo ich dann denke, werden schon etwas geringer. Dafür, wenn halt irgendeine kurzfristig stressige Situation ist, also ich bei einer Probe zum Beispiel, wenn mich irgendwas nervt, wenn ich mache Musik, dann bin ich halt früher, also okay, mach mal Pause, ich gehe mal nicht rauchen. Jetzt sage ich halt, ich mache mal eine kurze Pause, gehe mal maximal raus aus dem Proberaum, geh da wieder hinein in den Proberaum und dann hole einmal tief Luft ohne Nikotin. Es geht schon, es geht nicht leichter, aber es geht. Es geht durchaus und ja, das war jetzt ausgeschmissenes Geld. Aber wer es braucht, bitte gerne, also, warum auch nicht, welche Hilfsmittel, ich versuche es möglichst ohne dem und auch versuche auch nicht zu naschen, obwohl da bin ich ja im Moment extremst anfällig. Also Schokolade könnte ich im Moment essen bis zum Gehtnimmer. Und meine Lieblingszuckerl und so weiter, aber auch das versuche ich möglichst gering zu halten, weil diesen Effekt hatte ich schon einmal, da habe ich dann innerhalb kürzester Zeit fast 10 Kilo zugenommen und das schockt mir zwar nichts bei meiner Größe, aber wenn das dann nur in der Mitte ist, dann ist es nicht gut. Das ist dann Waist-Hip-Rate letztendlich, genau, Waist-Hip-Rate, also die Bauch- und Hüftenrate, das ist ähnlich wie so Body-Mass-Index, sowas ähnliches, die geht dann auch in eine Richtung, wo sie nicht hingehen sollte, also nein. Ja, es hat die hängt. Es ist nicht immer so eine sehr entspannte Haltung, aber der Zweck heiligt den Weg.